Ja, auch von meiner Seite schönen guten Tag. Ich freue mich immer wieder, dass die Pressekonferenz dann doch noch mehr zieht als der Sonnenschein draußen. Mal schauen. Ich würde gerne am Anfang zwei Dinge ansprechen. Zum einen zur Situation in der Ukraine und zum anderen zum sogenannten Fall Edati. Zunächst zur Ukraine. Wir haben ja die Situation, dass mittlerweile nahezu stündlich wir neue Informationen aus der Ukraine bekommen und auch eine neue Situation eintritt. Das eine mag optimistisch stimmen, das andere stimmt wieder nachdenklich oder sogar bedenklich. Wichtig, glaube ich, ist für uns alle zunächst einmal, dass die erschreckenden Bilder der letzten Woche, die offene Gewalt auf der Straße, sich so nicht fortgesetzt hat und wir eine andere Situation haben. Ich will allerdings auch sagen, dass die neuen Kräfteverhältnisse oder Machtverhältnisse, die sich in den letzten Tagen gebildet haben, letztlich auch Verantwortung geerbt haben und insofern auch in der Verantwortung für die Entwicklung stehen, die jetzt vor der Ukraine liegt. Und ich will an die Europäische Union, an die Bundesrepublik gleichfalls appellieren, auch weiterhin ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Was die Ukraine braucht, ist Unterstützung und ehrliche Vermittlung. Und die Europäische Union und die Bundesrepublik sind gut beraten, genauso wie Russland, nicht ihre eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen, sondern die Ukraine dabei zu unterstützen, einen selbstbestimmten Weg zu finden und keinen fremdbestimmten Weg. Aus meiner Sicht sind drei Dinge jetzt nötig für die Ukraine. Es geht um Versöhnung, es geht um Vertrauen und es geht auch um Vernunft. Zum Thema Versöhnung. Die Ukraine braucht einen demokratischen Neuanfang. Aus meiner Sicht sollte der nicht mit dem Verbot von Parteien beginnen, so wie das mittlerweile ja im Raum steht und von den Ultranationalisten gefordert wird. Ich glaube, dass es keinen guten Start gibt, von einem Extrem in das andere zu wechseln. Es braucht Vertrauen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer müssen wieder Vertrauen schöpfen können, auch in die Institutionen und Behörden und deswegen auch in rechtsstaatliche Verfahren und Grundsätze. Mit der Willkür muss in der Ukraine Schluss sein. Und natürlich gehört dazu auch die Vernunft. Rache ist ein schlechter Ratgeber, gerade in solchen angespannten Situationen. Jede Initiative, die für einen friedlichen Ausgleich und Stabilität sorgt, wird natürlich auch von uns unterstützt und findet die Zustimmung der Linken. Zum Zweiten, zum sogenannten Fall Edati. Er beherrscht nach wie vor die Schlagzeilen. Der ein oder andere, nicht zuletzt die Bundesregierung, hat ein Interesse daran, möglichst schnell einen Schlussstrich zu ziehen. Aus meiner Sicht ist es deutlich zu früh für einen solchen Schlussstrich. Ich will noch mal auf die juristische Dimension hinweisen. Wir haben eine öffentliche Debatte über eine ganze Reihe von Punkten dazu. Es gibt eine Diskussion über das Verhalten der Staatsanwaltschaft. Und es gibt auch eine öffentliche Diskussion, ob die Regeln für den Kauf oder Verkauf sogenannter Posing-Fotos verschärft werden sollen. Ich will vor allen Dingen zu Letzterem sagen, hier geht Qualität vor Eile. Und Schnellschüsse sind das Letzte, was wir an dieser Stelle brauchen. Wenn es Lösungen gibt, lebensnahe Lösungen, die den Kinderschutz verbessern, dann wird sich die Linke dem natürlich nicht verweigern. Aber ich wiederhole es nochmal, Eile ist der falsche Ratgeber an dieser Stelle. Wir haben allerdings auch eine politische Dimension dieses Falles und sie ist nicht kleiner geworden, sondern die Fragen werden eigentlich von jedem Tag mehr und mehr. Ich will noch mal daran erinnern, dass wir einen Ex-Innenminister hatten, der rechtswidrig Geheimnisverrat begangen hat, der das bis heute nicht als Fehler akzeptiert und ja auch nur widerwillig
die Konsequenzen gezogen hat. Und wir haben eine extrem große Schwarzhaftigkeit innerhalb der Sozialdemokraten, was das Weitertragen von Informationen betrifft. Sigmar Gabriel hat bis heute nicht nachvollziehbar erklären können, warum er diese Informationen weitergeben musste. Und der ehemalige parlamentarische Geschäftsführer, jetzt die Fraktionsvorsitzende Oppermann, hat bis heute nicht nachvollziehbar erklären können, was das Telefonat mit dem BKA-Chef sollte. Ich will an beide Parteien, an die Union genauso wie an die Sozialdemokraten sagen, dass das Kehren vor der eigenen Haustür angebracht ist. Die Union konzentriert sich ja darauf, ausschließlich über Herrn Oppermann zu reden. Das kann ich nachvollziehen. Allerdings die Tatsache, dass Ihr eigener Minister Rechtsbruch begangen hat, scheint bei der Union nicht wirklich ein Thema zu sein, außer bei der Bundeskanzlerin, die ihn ja offensichtlich zum Rücktritt ermutigt hat. Und wir haben natürlich auch Fragen, die sich an die Ermittlungsbehörden richten. Ich will noch einmal etwas zum Thema BKA sagen. Wie wir ja nun wissen, lagen seit Ende 2011 die entsprechenden Erkenntnisse vor. Erst Ende 2013 kam es zu Vorermittlungen gegen Sebastian Itati. Es ist schon bemerkenswert, warum diese zwei Jahre in dieser Form verstrichen sind. In der Zwischenzeit war Sebastian Itati Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses, hat dort mit den Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen eine hervorragende Arbeit geleistet. Und als diese Arbeit abgeschlossen war, ist die Informationskette in Gang gesetzt worden, die wir jetzt kennen. Ich bin weit davon entfernt, über Verschwörungen zu reden, aber ich will die Frage trotzdem in den Raum stellen, warum dieses Timing so war, wie es offensichtlich war. All dies führt mich zu dem Punkt, was ich schon am Anfang gesagt habe. Es ist zu früh für einen Schlussstrich und diese Fragen müssen geklärt werden. Der Vorschlag eines Sonderermittlers steht im Raum. Das ist ein gangbarer Weg. Wir haben als Linke das Thema Untersuchungsausschuss noch nicht aufgerufen. Ich will allerdings auch sagen, dass wir es natürlich auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausschließen können. Der gesamte Vorgang hat zu einer erheblichen Vertrauenskrise innerhalb der Großen Koalition geführt. Das ist schlecht für dieses Land. Wir haben eine ganze Reihe an politisch brisanten Problemen zu lösen, wofür wir eine handlungsfähige Regierung brauchen. Und keine Regierung, in der das Prinzip gilt, alle gegen alle. Dankeschön.